Salvadora. Sie beschäftigen sich schon lange mit dem Thema Arbeit und Gesundheit. Können Sie mir erzählen, wie sich das in den letzten Jahren, Jahrzehnten entwickelt hat? Ja, also gemeinhin werden da so Schlagwörter genannt wie Alterung der Erwerbsbevölkerung, Globalisierung und Digitalisierung. Ich glaube aber, dass diesen Trends noch zwei weitere, vielleicht grundlegendere Trends hinzugefügt werden müssen. Das ist nämlich einmal der grundlegende Schwenk von der Hand-zu-Kopf-Arbeit und der Schwenk von der Fremdorganisation hin zur Selbstorganisation. Das hat für die Beschäftigten natürlich fundamentale Auswirkungen auf die Art, wie sie, welche Arbeit sie leisten müssen und wie sie diese Arbeit erbringen. Sie müssen anpassungsfähiger sein. Der Wandel wird zur Normalität. Sie müssen mehr Kooperationsfähigkeit mitbringen als in konventionellen Arbeitsumständen. Und sie müssen auch mehr Selbstverantwortung übernehmen und mehr Verantwortung für die Prozesse, die sie durchführen. Also das sind alles Dinge, die mit Vor- und Nachteilen verbunden sind und die man deswegen genau beobachten muss. Und in dieser neuen Arbeitswelt, welche Herausforderungen gibt es für die Gesundheit von Arbeitnehmern? Also ich glaube, dass die zentrale Herausforderung darin besteht, dass Kopfarbeit natürlich ein deutliches Mehr an psychischer Energie verbraucht. Nicht? Körperliche Arbeit verbraucht physische Energie, Kopfarbeit verbraucht psychische Energie. Und deswegen müssen wir uns mehr mit der Frage auseinandersetzen, was eigentlich Kopfarbeit bedeutet und wie man die psychische Energie der Mitarbeiter und Mitarbeiter erhalten kann. Kopfarbeit bedeutet also einmal Problemlösung, kognitive Tätigkeit. Kopfarbeit bedeutet, ich muss meine eigenen Gefühle regulieren, meine Wutgefühle oder Angstgefühle, was auch immer. Ich muss drittens mich motivieren zu meiner Arbeit und ich muss viertens schließlich in der Lage sein, mit anderen zusammenzuarbeiten. Das sind nicht ganz neue Herausforderungen, aber diese Verbindung und in dem Mehr an dessen, was hier geleistet werden muss, ist es schon eine neue Qualität. Und deswegen muss man eben erkennen, dass nicht nur die physische Energie des Menschen begrenzt ist, sondern genauso begrenzt ist auch seine psychische Energie. Und darauf muss eben mehr geachtet werden, dass wir nicht ein zu viel an psychischer Energie verbrauchen und dann möglicherweise Burnout-Symptome, nur als Beispiel jetzt mal, entwickeln. Was sind die Quellen psychischer Energie? Wie kann man also die psychische Energie verbessern oder erhalten bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Einmal ist es so, dass natürlich die intrinsische Motivation eine große Rolle spielt. Was bringt jemand mit an Motivation für seine oder ihre Arbeit? Zweitens spielt eine große Rolle die Qualität der zwischenmenschlichen Prozesse. Wie gehen wir hier miteinander um? Sind wir freundlich und höflich miteinander? Arbeiten wir vertrauensvoll zusammen oder nicht? Und schließlich, und das ist der aus unserer Sicht entscheidende Punkt, es ist die Organisationskultur, die Werte einer Organisation, ihre Ziele, die Art, wie belohnt und befördert wird, die Frage, wie mit Konflikten umgegangen wird. Das sind alles Dinge, die eine große Rolle spielen und entweder eine Kultur der Angst und des Misstrauens erzeugen oder aber eine Kultur des Vertrauens und der guten Zusammenarbeit. Und das ist etwas, worauf Unternehmen stärker als in der Vergangenheit achten müssen, dass sie das gewährleisten. In dieser neuen Arbeitswelt mit diesen neuen gesundheitlichen Herausforderungen, können Sie mir einmal die zentralen Aspekte darstellen? Ja, also wir haben darüber lange geforscht und uns Gedanken gemacht, wie kann man diese ungeheure Komplexität der vielen Einflüsse und Interaktionseffekte, wie kann man das irgendwie reduzieren? Und da hat sich letztlich doch ein relativ einfaches Bild ergeben. Also entscheidend ist aus unserer Sicht sowohl für die Gesundheit wie auch für die Produktivität die emotionale Bindung der Mitarbeiter an ihre Organisation, an ihre Arbeit, auch an ihre Kollegen oder vielleicht sogar Vorgesetzten. Das spielt also eine ganz zentrale Rolle neben der eigenen Kompetenz, der Fachkompetenz, die natürlich auch vorhanden sein muss. Und dabei stellt sich natürlich als zweites dann die Frage, wenn das so ist, wenn also wirklich die Qualität der Arbeit, die Produktivität und die Gesundheit so stark von dieser emotionalen Bindung abhängen, was sind dann die unternehmerischen Einflussfaktoren, die man beachten muss, wenn man die emotionale Bindung der Mitarbeiter nicht zerstören will, sondern fördern will. Und auch da haben sich jetzt vier Faktoren als entscheidend erwiesen. Ich nenne sie einfach mal der Reihe nach.
Es ist die Qualität der Führung. Es ist die Qualität der Kultur als ganz entscheidender Faktor. Es ist die Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen. Und es ist auch sehr wichtig, die Sinnhaftigkeit der eigenen Aufgabe. Also ist das, was ich da tue, von Bedeutung? Für wen? Für mich selber auch? Kann ich selber Sinn aus der Arbeit schöpfen? Kann ich mich dadurch mit der Arbeit identifizieren? Und das hängt wiederum sehr stark ab, wie wir auch belegen können, von der Unternehmenskultur. Also von der Frage, welche Werte werden hier eigentlich gelebt? Wie gehen wir miteinander um? Wie wird befördert und belohnt? Wie wird sanktioniert? Gibt es eine Kultur der Achtsamkeit für Gesundheit oder gehen wir eigentlich alle mehr oder weniger schlecht mit unserer Gesundheit um? Das alles sind Dinge, die auch die Frage betreffen, fühlen sich Mitarbeiter wertgeschätzt? Und das wiederum hat zur Folge, dass ich entweder mit einem guten Gefühl nach Hause gehe oder mit einem schlechten Gefühl. Und die Menschen sind ja Wesen, die ständig bewerten. Also wir haben ja eine zwanghafte, eingeborene Bedarf an Bewertung. Und deswegen ist die Frage eben wichtig, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen, und weil wir sie dann auch bewerten. Und wenn ich eben abends mit einem guten Gefühl nach Hause gehe, ich habe was Interessantes gemacht heute, habe mit netten Kollegen mich austauschen können, habe was gelernt, habe auch was vollbracht, oder ob ich nach Hause gehe mit dem Gefühl, ich habe heute wieder eine relativ sinnlose Arbeit gemacht, der Chef war schlechter Laune, mit meinen Kollegen kam ich auch nicht so richtig klar, also irgendwo hat das natürlich dann Auswirkungen auch auf mein Privatleben, auf die sogenannte Work-Life-Balance. Und was können Unternehmen tun, um diese emotionale Bindung und diese Aspekte, von denen Sie sprachen, zu stärken? Also um es auf den Punkt zu bringen, unsere Parole, wenn ich mal sagen darf, lautet hier Mitarbeiterbindung durch Kulturentwicklung. Weil das also aus unserer Sicht die beiden entscheidenden Stichworte sind, Mitarbeiterbindung und Kulturentwicklung. Was heißt das? Das heißt zum einen Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Gesundheit. Was ist Gesundheit? Was bedingt Gesundheit? Was hat Gesundheit zur Folge? Dann als zweites Führungskräfteentwicklung, was heißt gesundes Führen? Zum Beispiel, wie weit muss ich selber als Führungskraft auf meine Gesundheit achten, um dann beispielhaft auch meinen Mitarbeitern das vorzuleben, was wir sonst nur propagieren? Dann drittens Teamentwicklung, also ganz wichtig die Frage, wie gehen im Team die Menschen miteinander um, Tag für Tag? Das ist ja eine ständige Präsenz, der wir ausgesetzt sind. Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten wollen oder müssen. Und da ist die Frage eben, stimmen die Beziehungen, arbeiten wir vertrauensvoll zusammen oder nicht? Dann ein weiterer Punkt ist die natürlich ganz wichtig als Strukturfaktor, Delegation von Verantwortung. Wenn wir von mehr selbstbestimmtem Arbeiten sprechen, dann heißt es auch, dass Verantwortung delegiert werden muss, dass Führungskräfte lernen müssen, loszulassen, Verantwortung abzugeben. Und das heißt natürlich auch, dass die Mitarbeiter entsprechend mehr Verantwortung übernehmen müssen, was auch erstmal gelernt werden muss. Und schließlich, als letzter Punkt oder als einer der letzten Punkte, das ist das Berichtswesen. Stichwort Kennzahlen. Wenn man als Unternehmen gesund führen will auf der obersten Management-Ebene, dann braucht diese Ebene Informationen. Sie braucht Kennzahlen über die Qualität der Kultur, wie sie sich verändert, über den Gesundheitszustand der Beschäftigten, ob er sich verbessert oder verschlechtert oder gleich geblieben ist, und auch zum Beispiel über die Qualität der erbrachten Arbeit. Die Dinge hängen in einer Kopfarbeitergesellschaft sehr eng zusammen. Und deswegen unser Plädoyer: bessere Kennzahlen entwickeln, die auch diese weichen Faktoren abbilden und die Unternehmenslenker befähigen, dementsprechend zu handeln. Vielen Dank für das Interview, Professor Badura. Gerne.